Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Henny Brenner Saal bei den Datenspuren. Ich darf jetzt Skybel bei mir begrüßen, der laut eigener Aussage irgendwas mit Medien macht. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen diversen Podcasts, vielleicht habt ihr ihn schon mal beim Penta-Radio gesehen, gehört, meine ich. Bei, schon mal live, dann das stimmt, gesehen. Letztes Jahr hatten wir eine sehr schöne Live-Folge von euch hier oder vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Und ja, er nimmt uns jetzt mit in einen Reisebericht aus dem Mediendschungel, denn er kennt sich auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen und solchen Späßen aus. Und ich freue mich schon sehr, das ist so mein Highlight im Plan. Und ja, ich gebe jetzt an dich ab und viel Spaß beim Vortrag. Ja. Schönen guten Abend. Ich hoffe, ich kann dieser Erwartungshaltung gerecht werden. Es war mal so das Gefühl, es war schon wieder ein Jahr mit ganz vielen Dingen. Darüber muss man reden. Ich hatte auf den letzten Datenspuren schon mal zu Podcasts allgemein gesprochen, aber heute ja, ziehe mir das ein bisschen allgemeiner auf, der Reisebericht aus dem Mediendschungel als solches. Und der Plan wird jetzt sein, ich werde so ein bisschen verschiedene Stationen meines Medienimperiums, meiner Medienkarriere irgendwie darstellen und daraus die Erfahrungen wiedergeben, die ich so mitgenommen habe. Und dann im zweiten Teil, hoffentlich, wenn ich mich nicht verquatsche, haben wir die Zeit, noch ein bisschen den Abgleich mit der Theorie zu wagen, was wir vielleicht daraus lernen können. Für diesen Theorieabgleich-Teil sage ich mal gleich voraus, ich bin kein Journalist, ich bin kein Soziologe, ich bin kein Medienwissenschaftler oder sowas. Ich bin so ein Techniker, der irgendwann keine Lust hatte, nur noch was mit Programmieren zu machen und seitdem halt was mit Medien macht. Man kennt das ja vielleicht, was mit Computer ist, was wir alle hier machen, was mit Medien ist, das, worum es hier heute geht. Die erste Station, die mich dazu geführt hat, ist das Penta-Radio. Das ist hier so ein Symbolbild. Ich hatte überlegt, wie kann man das bebildern? Und das war hier aus dem Studio, als wir im November letzten Jahres eine Telefonschalter hatten. Also das Telefon hat geklingelt und wir mussten jetzt uns überlegen, wir wussten nicht, wie wir das auf dem Mischpult drücken mussten. Deswegen haben wir dann hier kurzfristig eine Lösung gefunden, wie wir dann den Hörer in die Sendung bekommen haben. Ja, also auf jeden Fall Kreativität und Improvisationsgeist ist gefragt. Das ist vielleicht die Überschneidung mit dem Technikgenre. Und wenn ich hieraus ein paar Lektionen ziehen würde, wie es damals im Penta-Radio gekommen ist, die Situation war wirklich einfach, ich habe so gesehen, ich habe im Hackspace rumgehangen und da waren immer so einmal im Monat die Leute, die dann gesagt haben, wir gehen jetzt zum Radio und sind dann halt rüber zum Colo-Radio gegangen, beziehungsweise halt hier im Zentralwerk ist das halt eine Etage drüber einfach, das Studio, was ihr eben gerade im Foto gesehen hattet. Und wir werden da so ein bisschen Sendung machen und irgendwann dachte ich mir so, ach, ich könnte ja eigentlich auch mal irgendwas erzählen, ich weiß auch von irgendwas und habe dann mich da quasi aufgreifen lassen und wir haben dort eine Sendung zu Cloud Computing gemacht. Und das hat mir dann Spaß gemacht und daraus haben sich jetzt mittlerweile auch über 50 Folgen entwickelt, die ich auch teilweise mit recherchiert in großen Teilen und auch dann im Schnitt bearbeitet habe. Also die Lektion, die ich hier einmal aufgeschrieben habe, ist halt Mut zum Ja-Sagen und das ist so ein Motiv, was sich durch all diese Sachen so ein bisschen durchzieht. Dass es eine gute Geisteshaltung vielleicht ist, wenn man eine Chance bekommt, auch mal Ja zu sagen, vielleicht man auch nicht weiß, ob man dafür noch komplett qualifiziert ist. Das wird so auf einige Sachen zutreffen, die hier auch noch kommen. Ich habe hier noch so als Notiz dazu geschrieben, das ist natürlich ein Privileg. Also, dass man überhaupt in die Situation kommt, Chancen präsentiert zu bekommen, auf die man eingehen kann, das ist ein Privileg. Das ist mir vielleicht einfach dadurch zuteil geworden, dass meine Eltern Wert darauf gelegt haben, dass ich eine gute Bildung hatte, dass ich in zum Beispiel so einem technischen Kreis hier mich irgendwie wohlfühle und dann dementsprechend halt so eine, ja, also eine Erfahrung davon habe, dass das halt auch eine Sache ist, die man machen kann. Das sind vielleicht andere Leute schüchterner aus persönlichen Lebenserfahrungen heraus. Aber das ist eine Sache, die, wenn man die Gelegenheit hat, sollte man die kultivieren. Denn da steckt ja nun mal auch so eine gewisse Bereitschaft da drinne, dass man auch auf neue Sachen raufgeht, die man vielleicht sich vorher nicht gewachsen gefühlt hat. Und dann sagt, man nimmt die Herausforderung mal an. Auch wenn es vielleicht so eine sehr öffentliche Sache ist, man denkt sich so Radio, ja, da hören gleich irgendwie 100.000 Leute zu und bei den Stationen, die hier noch kommen, ist das sicherlich auch der Fall. Aber gerade so dieses Penta-Radio lege ich auch gerne allen Leuten aus dem Hackerspace ans Herz, wenn ihr euch mal ausprobieren wollt vor dem Mikrofon. Wir machen immer unsere Sendung vierten Dienstag im Monat und dann hängen wir im Hackerspace vorher rum, sprechen uns einfach mal an und wir gucken mal, wir brauchen immer mal wieder Themen. Man muss ja sehen, worüber man reden muss. Und das ist die zweite Lektion, die ich hier sage. Viel reden ist nicht schwer. Das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich eben diese Sendung gesehen hatte. Mir wurde erklärt, das ist eine 1,5-Stunden-Sendung. Eine halbe Stunde ist News, eine Stunde lang machen wir dann so ein bestimmtes Thema. Und als ich dann halt dabei war, wurde gesagt, ja, dann machen wir halt dein Thema für eine Stunde. Und ich habe mir so gedacht, ach du meine Güte, eine Stunde zu einem Thema reden, wie soll denn das gehen? Hab mir irgendwie
riesig viele Notizen aufgeschrieben und sowas. Am Ende sind wir durch die Notizen ein Drittel durchgekommen, weil einfach sich so viel aus dem Gespräch natürlich ergeben hat. Und ja, viel reden ist nicht schwer. Wenig reden dagegen sehr. Denn das war dann eine Sache, die kurz darauf passiert ist. Ja, im Prinzip viele von diesen Stationen sind 2018, 2019. Das war dann auch die Zeit, wo ich gerade im Vorstand hier vorm Hackerspace war und da kam dann mal irgendwann so eine Mail an unseren Allgemeinverteiler. Ja, hier für eine Sendung im MDR bräuchten wir irgendwie jemanden, der sich mit Computern auskennt. Wer mag da mal was irgendwie erzählen? Und ich dachte in dem Moment eher so, ja, ich bin jetzt hier im Vorstand, ich sollte irgendwie schon den Chaos Computer Club in Dresden repräsentieren, bin da mal hingegangen und das war nun so eine Sendung, die sehr viel strikter formatiert ist als dieses wir reden mal anderthalb Stunden, sondern das war halt ganz normales Tagesprogramm im MDR, wo halt hauptsächlich Musik läuft, das ist halt wie das Programm dort angelegt ist, was ist ja, was die Leute haben wollen, dass sie halt bei der Arbeit mit der teilweise ihnen schon bekannten Musik irgendwie unterhalten werden und dann ab und zu kommen dann noch so ein paar Ratgeber oder das Wetter und die News und so weiter zwischendurch und dementsprechend für diese Expertenratssendung, das war dann, war es ein oder zwei Stunden? Also wenn es eine Stunde ist, sind es vier Blöcke, die geplant sind mit 2,5 Minuten und das war dann so eine Sache, die mir so ein bisschen Sorge bereitet hat, als ich da reingekommen bin und sah dann halt diese Software, mit der dieser Sendeplan durchgesetzt wird, wo halt drin steht, welche Musik alle läuft, welche Programmpunkte halt geplant sind, insbesondere ja dann halt, wie gesagt, Wetter, Verkehr, Nachrichten und dann halt immer diese Synchronisationspunkte, genau halbe Stunde, genau volle Stunde, wo dann ja die Nachrichten abgespielt werden, die genau erreicht werden müssen auf den Schlag und habe dann dementsprechend halt gesehen, als wir dann auf Sendung gegangen sind, natürlich die Moderatorin steht dann auf der einen Seite des Studiums, redet dann mit mir als dem Gast auf der anderen Seite und ich sehe halt erbarmungslos diese Sekunden runterticken und plötzlich ist so diese Erkenntnis, jetzt muss ich funktionieren. Jetzt muss man irgendwie in 2 Minuten die Information rausquetschen, die man gerne irgendwie vermittelt haben möchte und man darf aber auch nicht die normalen Abkürzungen nehmen, die man als Techniker gewohnt ist und nicht plötzlich in Jargon verfallen, weil das ja für ein allgemeines Publikum ist. Also MDR Sachsen, wo das da stattfindet, hat für das Tagesprogramm eine Reichweite von 400.000 Menschen. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass die alle ein Informatikstudium abgeschlossen haben. Im Gegenteil. Ja, der Anlass damals war diese Doxing-Welle gegen prominente Personen und Politiker im Dezember 2018. Ich weiß nicht, ob man sich heutzutage überhaupt noch daran erinnert. Das war damals natürlich großes Thema. Und ich weiß noch so, die allererste Frage, die mir gestellt wurde, war, Herr Majewski, überrascht Sie das eigentlich, dass sowas so häufig passiert? Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das nur erinnere oder ob ich es tatsächlich gesagt habe. Meine Antwort könnte gewesen sein, ich wundere mich, warum sowas nicht jeden Tag passiert. Das ist ja eine Sache, an die ich mich dann noch erinnern kann. Es ging dann weiter beim MDR, kurz darauf eine nicht damit zusammenhängende Anfrage, einen Monat später auch von MDR Sachsen, aber für ein Talkformat, was damals 3 Stunden lang war, Dienstagabends von 9, von 8 bis 11 Uhr, mittlerweile ist es nur noch 8 bis 10. Und da habe ich auch gesehen, wie sehr gerade im Rundfunk viele Sachen von einzelnen RedakteurInnen abhängen. In dem Fall war der einzelne Redakteur Stefan Wiegand, der dieses Format damals ins Rollen gebracht hat, der mir das dann in unserem Vorgespräch auch ein bisschen aus dem Herzen heraus geschildert hat, wie sehr er dafür kämpfen musste, dass es überhaupt so ein Ratgeberformat gibt. Und der mir auch gut zugesprochen hat, als ich dann auch wiederum gesagt hatte, ja wahrscheinlich, ich hatte schon ein bisschen Penta-Radio-Erfahrung damals, aber offenbar war ich mir noch nicht so richtig sicher, ob ich es irgendwie schaffen würde, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mich irgendwie 3 Stunden bei der Stange zu halten, in einem Talkformat mit 4 anderen Personen. Also eigentlich rede ich auch nur 45 Minuten oder sogar ja noch weniger, weil zwischendurch auch noch wieder Nachrichten und Wetter und sowas sind. Also durch das gute Zusprechen da habe ich dann auch wieder die Gelegenheit genutzt und ja gesagt. Und das war eine schöne Erfahrung. Ich war dann auch noch ein paar andere Male zu der Corona-Warn-App, wurde ich nochmal eingeladen. Und nochmal Safer Internet Day oder sowas war auch so ein Anlass. Das sind solche Sachen, die passiert sind. Und dann im August kam eine andere Anfrage, auch vom MDR, aber diesmal vom Fernsehen, dass jemand gebraucht wird für einen Beitrag in dem Kulturmagazin Arthur. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch hier irgendwie MDR Fernsehen gucken und mit Arthur vertraut sind, aber vielleicht Dreisat Kulturzeit oder sowas kennt man oder Aspekte. Also so diese normalen Kulturmagazine, die auf 30 Minuten formatiert sind mit irgendwie 3, 4 Beiträgen, die dann vom Moderator im Studio anmoderiert werden und dann kommt dann da so ein Beitrag, der so 5, 6 Minuten ist und vielleicht ist dann noch ein Interview im Studio oder sowas. Und es
gab ein Thema, über das hier berichtet wurde, und das war Mode für den Datenschutz. Da hatte so eine Schneiderin eine Kollektion gemacht, womit irgendwie Überwachungskameras ausgetrickst werden sollten. Also welche Muster, die die Erkennung von Körperformen und sowas verhindern sollten oder irgendwelche Masken, mit denen dann Gesichtserkennung ausgetrickst wird. Und das habe ich hier mal als Anschauungsmaterial mal zusammengeschnitten, die Teile, an denen ich tatsächlich beteiligt war damals. Weil man nichts zu verbergen hat, ich habe damit kein Problem. Ich sehe gerade, nein, ich bediene das hier falsch. Ich habe es leider auf meinem Speaker-View gestartet und nicht hier drüben. Das machen wir nochmal. Weil man nichts zu verbergen hat, ich habe damit kein Problem. Datenschutzaktivisten sehen das kritisch. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung als Ermessenssache? Problematisch ist es dann natürlich, wenn die Leute durch diese Überwachungstechnik in ihren Grundrechten eingeschränkt werden. Denn wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, dann kann diese Gesichtserkennung meinen gesamten Weg vom Nachhause bis zur Arbeit, bis vielleicht zu einer Demonstration, an der ich teilnehme, oder bis zum Laden irgendwie nachverfolgen. Und was ich auf jeden Fall sinnvoll finde, ist, dass Frau Scheller mit dieser Mode einen Beitrag leistet zur Diskussion. Man kann damit mal über den Bahnhof laufen und dann gucken die Leute vielleicht mal komisch und man kann vielleicht mal ins Gespräch kommen und ein bisschen bewusst. Das ist so die... Oh, ich wollte nicht weitergehen, ich wollte nur pausieren, danke. Gleich mal Manöverkritik, was man vielleicht da gesehen hat, ist, ich hätte mich informieren sollen, welche Bildausschnitte sie tatsächlich verwendet haben, dann hätte ich nicht so da gesessen. Das war halt meine sehr entspannte Sitzpose, die man hier sehen kann. Ja, das hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass es in der Art und Weise das Bild geschnitten ist. Also gut, das ist nun sehr, sehr Manöverkritik. Wir gehen... Ja, vielleicht ist das wieder so, man guckt selber rauf und ist da sehr viel kritischer selber, ne? Ich höre ja so aus dem Publikum, ist doch alles in Ordnung. Kommen und ein bisschen Bewusstsein für dieses Problemfeld schaffen. Das ist hier kurz. Wir haben halt nicht diese große Präsenz, mediale Präsenz, wie es die großen Straftaten haben, die dann wie am Frankfurter Hauptbahnhof passieren oder die Berliner U-Bahn-Schubser, wo dann mehr Überwachung gefordert wird. Es gibt leider kein Ereignis, wo mal sichtbar wird, dass wir eigentlich weniger Überwachung bräuchten. Das ist halt etwas, was sich langsam in den Grundkonsens der Gesellschaft hineinbewegt. Ich spüre da schon auf jeden Fall die Verantwortung. Ansonsten würde ich, glaube ich, nur, sag ich mal, Mode machen. Genau, das war die Modedesignerin. Hier habe ich es mal belassen mit dem Ausschnitt. Wie gesagt, der gesamte Beitrag war so 5 Minuten. Ich habe dann auch in der Reflexion festgestellt, ich war gar nicht mehr bewusst, dass ich so viel tatsächlich vorgekommen bin in dem Beitrag. Ich hätte so 20 Sekunden oder so geschätzt. Es waren doch eher so 40 Sekunden. Schätzung an euch, wie lange hat dieses Interview gedauert, aus dem wir da Ausschnitte gesehen haben? So ruft mal eine Zahl rein. 2 Stunden, okay, da seid ihr schon ein bisschen übergeschossen. Also es waren so 45, 50 Minuten. Mit Aufbau, Abbau war es 1 Stunde. Das geht hier so ein bisschen in die Lektion rein, die ich als hier aufgeschrieben habe. Video ist so viel mehr Aufwand als Audio, ist eine Sache, die mir da aufgefallen ist. Das Problem ist ja, wenn du sagst, 2 Stunden Interview anstatt 1 Stunde, heißt das im Prinzip 3 Arbeitsstunden, die schon mehr draufgehen, weil da ist halt eine Redakteurin gewesen, da ist ein Tontechniker, da ist ein Kameramann gewesen. Das sind also schon 3 Leute, die da ankommen, während für eine Radioproduktion kommt halt der Redakteur selber an, hat dann so ein Mikrofon mit Aufzeichnungsfunktion drin. Das hatte ich auch mal, als ich jemanden über den Kongress begleitet habe von MDR Wissen. Das ist dann deutlich weniger personalintensiv. Bei Kamera heißt, ja, mit Kamera und Ton und sowas heißt das alles, man hat mindestens 3 Personen dabei, die da ankommen. Das war auch der Grund für diese merkwürdige Location, die wir da hatten, dass wir irgendwie in so einem Parkhaus waren. Das war einfach beim MDR in Leipzig, dort auf dem Gelände. Ich glaube, es ging darum, dass sie dann dieses Antextbild machen konnten, wo man durch die Überwachungskamera drauf guckt, und das ist halt thematisch passend gewesen an der Stelle. Also Video ist so unfassbar viel mehr Aufwand als Audio. Ich habe da mal die Redakteurin so gefragt, schätzen Sie mal, wie viele Arbeitsstunden eigentlich in diesen Beitrag reingehen, diesen 5-Minuten-Beitrag, der am Ende rausgekommen ist. Und sie hat dann so ein bisschen den Kopf überschlagen, meinte dann, naja, so 80 Arbeitsstunden etwa. Also halt Redaktion, wie gesagt, dass die Leute rausfahren, tatsächlich dieses Bildmaterial sammeln, Schnitt, Abnahme und so weiter und so fort. Die Redaktion von der Sendung selber, die das dann halt nochmal abnimmt, weil das ja ein freies Medienunternehmen ist, was diese Beiträge sucht und anbietet. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, dieser ganze Aufwand, der auch dahinter steckt an Redaktion und sowas, ist ein Grund, warum wir so selten Gäste im Penta-Radio haben. Das ist halt einfach, wir kommen oftmals halt den Dienstagabend rein und denken so, sowas machen wir jetzt heute. Und das ist leider ein bisschen wenig Vorlauf, noch Gäste einzuladen. Wenn man Gäste einladen will, dann ist das halt noch mitunter mehrere Runden, bis man einen Termin ausgemacht hat und tatsächlich einen gefunden hat, ja, wo man dann mit den Gästen aufzeichnen kann. Das macht halt alles so viel komplizierter. Versus, ich rufe kurz bei Mohl an, sagt, sag mal, wollen wir eine Sendung aufnehmen? Ja, okay, lass mal loslegen. Das ist so viel mehr Aufwand. Und wie dieser Beitrag entstanden ist,
ist so ein Beispiel dafür, wie Kommunikation in irgendeiner Form ein Narrativ erfordert. Und ich glaube, dieser Begriff Narrativ ist auch schon so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber der trifft trotzdem irgendwo den Kern. Wenn ich so einen Fernsehbericht machen will oder wenn ich irgendein Stück Medien machen möchte in irgendeiner Form, sei es halt ein Video, sei es einen Hörfunkbeitrag, ein Podcast oder sowas, sei es auch einen Artikel, den ich schreibe, vielleicht einen Artikel für die Zeitung, ein Essay oder sowas, muss ich irgendwie einen roten Faden haben, muss ich einen Narrativ haben, an dem ich mich entlanghangeln kann, weil der Mensch eine Geschichte, die ordentlich strukturiert ist, nach dem, was wir so als ordentliche Struktur in der Geschichte wahrnehmen, sowas kann man besser aufnehmen. Das ergibt mehr Sinn im Kopf, als wenn man irgendwelche Versatzstücke zusammenmontiert, auch wenn das halt vielleicht besser zur Realität passen würde. Und wenn man so einen Fernsehbeitrag hat, man hat irgendwie mehrere Interviewpartner, die man interviewen möchte, dann vielleicht stellen sich manche Leute vor, dass man da hingeht und dann sagt, hier sind ihre Soundbites, die sie sagen müssen, aber so ist es ja nicht, sondern man kommt da hin und man weiß ja noch nicht, was die Experten einem dann erzählen werden und muss dann einfach erstmal aufzeichnen, muss dann zweifelsfrei extrem viel aufzeichnen. Wie gesagt, halt eine Dreiviertelstunde Material wurde da aufgenommen. Das war halt einfach ein komplettes Gespräch, aus dem dann halt diese Soundbites rausgeschnitten wurden. Und nachdem dann all diese Gespräche passiert sind, setzt sich die Redaktion dann hin und überlegt, was können wir jetzt für einen roten Faden erzählen mit dem Material, was wir haben? Was hat sich vielleicht auch in der Recherche, in den Gesprächen noch rausgestellt als ein Winkel, den man irgendwie betonen sollte oder ein anderer Winkel, wo einfach nicht so viel Inhalt dran ist, den man dann weglassen kann? Also man muss das alles erst so ein bisschen im Schnittraum finden, ist mein Eindruck. Und das erklärt viel von dem, wie solche Fernsehbeiträge am Ende aussehen. Bis hin zu, dass wenn man irgendwelche Berichterstattungen über Alltagspolitik, Tagespolitik in Berlin oder sowas sieht, dass es dann halt immer diese Struktur ist von, die Regierung sagt, die Opposition sagt, der Experte sagt. Das sind halt irgendwie, sobald man mit einem Thema konfrontiert ist, man weiß als Redakteur, man muss in 6 Stunden einen Bericht für die 8-Uhr-Tagesschau abliefern, ist das halt eine Struktur, die man machen kann, von der man weiß, dass sie etwas Funktionierendes bringen wird in irgendeiner Form. Und das macht sich natürlich nicht so gut für tiefgreifende Recherchen oder um mal in eine Richtung abzubiegen, die man vorher noch nicht bedacht hatte oder wo man als Journalist selber die Narrativ lenken möchte, sondern man muss sich dann zweifelsfrei sehr darauf einlassen, was einem die Gesprächspartner dann liefern. Ich brauche mal kurz mein Getränk hier. Genau. Eine andere Sache, die dann passiert ist, das ist so ein bisschen ein Pandemieprojekt. Eins von vielen Pandemieprojekten, was sich bei mir so ergeben hat, war der Schlüsseltechnologie-Podcast. Und darüber werde ich jetzt gar nicht mal so viel sagen, weil die ganze Geschichte private Podcast-Projekte habe ich im Prinzip schon im letzten Jahr besprochen, hier im kleinen Saal, wie das Podcast-Projekt gelingt. Das ist hier der Link dazu, um sich das anzugucken, oder gebt einfach auf media.ccc.de meinen Namen ein, also Cyril, dann findet ihr das irgendwie ganz oben. Da war im Wesentlichen die Lektion, Produktion im Team ist besser. Das war, was eben auch in dem Vortrag im letzten Jahr rausgekommen war. Diese ersten kleinen Podcast-Projekte, die ich selber abseits des Penta-Radio probiert hatte, waren alle so ein bisschen daran gescheitert, dass ich da nur alleine gesessen habe und sind dann halt immer so versagt, weil ich und Zeitmanagement ist halt ein Mist. Aber in dem Moment, wo eine andere Person dabei ist, habe ich eine Verpflichtung gegenüber der anderen Person und das funktioniert. Das ist auch zum Beispiel der Grund, und das ist vielleicht eine ganz merkwürdige Sache, aber ich habe jetzt endlich rausbekommen, wie ich schaffe, mal Videospiele zu spielen. Und zwar nicht immer nur dieselben, die ich seit 10 Jahren spiele, sondern mal neue Sachen zu probieren, indem ich das als Stream mache. Ich streame das halt in die Welt nach draußen, da gucken dann vielleicht 2-3 Tagen an guten Leuten mal, an guten Tagen mal 5 oder 6 zu. Aber dadurch, dass ich da halt einen Termin habe dafür, wo ich das mache, ziehe ich das halt auch durch und ich gucke mal halt auch einen Titel an, ein Spiel, den zu ändern, statt nur zu sagen, ach naja, ich habe mal 10% gemacht, ich verstehe es jetzt schon, worum es geht. Und ärgere mich dann am Ende, dass ich nie irgendwie diese Storys mal zu Ende durchspiele. Also dieses mit gegenseitiger Verpflichtung irgendwie einzubauen, das funktioniert zumindest für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Lektion für alle Leute ist, aber zumindest für mich funktioniert das als Motivationsquelle. Und Produktion im Team hat auch einen Vorteil, man erschwert sich so ein bisschen dieses Rabbit-Holing, was man vielleicht kennt, wenn man Talkradio verfolgt, was gut in Deutschland hat das nicht so eine große Tradition, jetzt vielleicht von so jemandem wie KenFM abgesehen, der ja da super Beispiel dafür ist, wie man da ins Rabbit Hole abgleitet. In den USA gibt es diese ganzen meistens konservativen Talkradio-Hosts, die dann da alleine rumsitzen und wie stundenlang sich halt in Wut und Rage reden über die angeblichen Missstände, die die Welt so aufweist oder vielleicht auch tatsächlich mal ab und zu aus Versehen. Und
haben halt keinen, der irgendwie so einen Realitätscheck dagegen macht. Und das ist eine Sache, die will ich gerne vermeiden. Ich will gerne andere Leute bei mir bei haben, die mir dann zweifelsfrei erzählen können, wenn Blödsinn dabei ist. Im Schlüsseltechnologie-Podcast zum Beispiel soll Timeless da sein, auch dafür, damit, wenn ich mal wieder meinen Tech-Jargon abgleite, er mich dann nochmal rausholen kann und nochmal mir sagen kann, wo ich irgendwie ein Wort mal einführen muss. Und im Penta-Radio zum Beispiel, wo das ja auch schon von den Zuhörern bemerkt, dass sich da so eine Dynamik zwischen mir und Mol ergeben hat, dass ich immer so die gut recherchierte Einführung in das Thema gebe und dann so mit meiner Meinung ende und dann Mol mal so den Gegenwinkel aufmacht und nochmal andere Aspekte von dem Thema beleuchtet und wir sind so beide ein bisschen unser Realitätsabgleich, auch so aus verschiedenen Ecken der IT kommend. Ein anderer Realitätsabgleich hier ist dann seit Mai 2022 Genial Digital. Das ist im Prinzip dasselbe, wie was ich mit diesem Expertenrat schon gesagt hatte, aber jetzt regelmäßig. Da kamen sie ja auf mich zu, auch aufgrund dessen, dass sie mich halt quasi schon im Adressbuch hatten und schon wussten, der Mensch kann irgendwie geradeaus Sätze formulieren in einem Mikrofon, auch einigermaßen in Hochdeutsch und nicht in fetten Akzent oder sowas. Und es hat halt von Technik irgendwie Ahnung und so. Und sie kamen auf mich zu, ein Ratgebersegment zu machen, weil sie mal festgestellt haben, dass es irgendwie nicht mehr angeht, im Jahr 2022 keinen IT-Ratgeber zu haben. Also das, kurz zur Erklärung, es gibt halt dieses Expertenratformat dort regelmäßig an und für sich. Und da ist es dann so, jeden Tag kommt jemand anders. Da kommt dann einen Tag irgendwie der Hausarzt, da kommt den nächsten Tag die Gärtnerin, da kommt den nächsten Tag irgendwie jemand, der erklärt, wo Namen herkommen und solche Sachen. Und da wurde dann irgendwann ein Slot frei, um auch was über IT zu machen. Ich wurde dann dafür angefragt, das mache ich jetzt seitdem einmal im Monat. Und ich finde das super, weil das hat zum Beispiel zu dem Achievement geführt, wie man hier sehen kann. Der MDR verlinkt jetzt auf den Chaos Computer Club Dresden. Also das ist ein Achievement und ab und zu kriege ich dadurch auch unsere politischen Botschaften untergebracht. Also was zum Beispiel Right to Repair angeht, zum Beispiel die letzte Sendung war zu AGB. Das ist dann immer so, ich kriege dann ein paar Tage vorher den Fragenkatalog, den sich die Redaktion so ausgedacht hat oder was auch an Fragen von den Hörern reingekommen ist. Und dann wird immer irgendwie so ein Schwerpunktthema gesetzt in irgendeiner Form. Und ich gucke dann so rauf und sehe so, oh, beim nächsten Mal geht's zum AGB. Oh, super, endlich kann ich auf alle Leute eindreschen. Ha! Da habe ich dann einmal den gerechten Zorn ausgeteilt. Da hatte ich dann auch auf dem Weg dahin, bin ich halt einfach über die Waldschlösschenbrücke rübergelaufen Richtung zum Landesfunkhaus, habe dann so eine Werbung von Didl Plus gesehen und dachte so, oh Mensch, das wollte ich mir auch schon mal angucken, habe so die AGB gelesen, konnte dann auch gleich den gerechten Eimer des Zornes über Didl Plus ausbreiten im Radio. Wo ich dann auch so gedacht habe, Moment, ist vielleicht Lidl sogar irgendwie Werbepartner vom MDR? Egal, zu spät, ich habe es schon gesagt. Und was ich dabei auch gelernt habe, ist, bei diesem Expertenrat ist auch so ein Ratgebertelefon mit dabei. Also wenn ich gerade nicht im Radio spreche, dann ist da so eine Telefonanlage, wo die Leute dann anrufen können und können dann halt ihre Fragen zum Thema stellen. Ich war ein bisschen erstaunt davon, wie sehr das auch Seelsorge ist. So, wir leiden jetzt. Ich höre mir das irgendwie an, wenn dann jemand sagt, ja, mein wunderschönes, immer noch funktionierendes Notebook hat irgendwie Windows 7 und das ist jetzt aber aus dem Support rausgefallen. Und ich kann halt auch nichts anderes machen als Seelsorge und halt irgendwie das Mitleid kommunizieren, was den Leuten auch weiterhilft. Das ist so, ich glaube, da gibt's Bedarf danach. Das kann nicht nur eine Sendung im Monat sein, aber gut, das ist eine wunderschöne Überleitung in die nächste Folie. Warum mache ich das hier alles? Was hat mich so gebracht dazu, so viel mit Medien zu machen, anstatt nur in meinem Kämmerlein zu sitzen, zu programmieren, wie ich das mir eine relativ lange Zeit gemacht habe? Und ich habe jetzt so in Vorbereitung halt dieses Vortrags ein bisschen darüber reflektiert und mir ist so dieser Begriff Katharsis eingekommen. Und wahrscheinlich, wenn jetzt hier so ein Literaturwissenschaftler sitzt, der würde mir das jetzt irgendwie beim Kopf hauen, dass ich den Begriff nicht richtig verwende, aber das ist so der Begriff, der mir da im Kopf rumschwirrt. So dieses, es ist so eine Plattform, um Gedanken zu sortieren. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich mache jetzt eine Sendung zu AGB, dann sortiere ich halt mal alle losen Gedanken, die ich irgendwie dazu so habe oder wo andere Dinge mir so mal in den Kopf geschossen sind und bringe das dann in diese Sendung rein. Das sieht man, glaube ich, auch relativ viel, wenn man sich meine Sendung im Penta-Radio anguckt, die ich so mache. Gerade so diese Dezember-Sendung, die so ein bisschen ausschweifiger sind, wie vor 2 Jahren oder so war das, glaube ich, wo wir über Komplexität geredet haben. Das war so, da liegt mir mal vieles auf der Seele und das muss mal raus, das muss mal organisiert werden. Es gibt ja auch diesen Spruch, man hat etwas verstanden, wenn man es erklären kann. Das ist vielleicht ein großer Impuls bei dem STP-Podcast, beim Schlüsseltechnologie-Podcast. Ja, und auch so ein bisschen der Anlass für diesen Vortrag, mal wieder so meine Gedanken zu sortieren über all das, was ich so sehe in der Welt der Medien. Eine andere Sache, die ich hier auf der Liste habe, ist Selbstwirksamkeit.
Beispiel auch wiederum SDP, ne? Für den Schlüsseltechnologie-Podcast. Wenn ich eine Folge mir überlege, das sind so etwa 5 Stunden Arbeit. Wir machen dann 2 Treffen dazu. Einmal wird es vorbereitet, einmal wird es aufgenommen. Wenn ich dann für jedes von diesen Treffen halt 2,5 Stunden ansetze, ja, 5 Stunden kommt schon so ungefähr irgendwie hin. Und dann weiß ich, bei Timeless-Seite ist es dann mindestens mal genauso viel, weil das halt ein Treffen ist, wo wir beide da sind. Und dann macht er auch noch den Schnitt davon. Also für so eine Folge gut und gerne 12, 14 Stunden Arbeit in irgendeiner Form. Wenn man sowas macht, dann will man ja auch, dass irgendwas rauskommt am Ende. Ne? Vielleicht, wenn man ein Hobby hat, wie sowas wie eine Modelleisenbahn bauen, dann hat man halt das Produkt am Ende, das dann halt diese Modelleisenbahn halt tut, wie man es will und dass dort alle Männchen richtig angeordnet sind, um dann da die Szenerie darzustellen. Wenn es so ein Medienprojekt ist, dann hat man natürlich am Ende das Produkt, dass irgendwie die Podcast-Folge veröffentlicht werden kann, die man dann sich nochmal anhören kann bei der Veröffentlichung und kann sagen, ach, die ist wieder schön geworden, die vielleicht nicht so, ja, die ist wieder richtig super, die hat mir super Spaß gemacht. Aber natürlich kommt diese Selbstwirksamkeit auch davon, dass man dann Rückmeldungen bekommt, dass es auch tatsächlich den Leuten irgendwas bringt. Ich versuche, das als Maßstab für mich zu machen, dass wenn ich ein Medienprodukt mache, es soll irgendwie den Leuten was bringen. Es soll nicht einfach nur sein, alter weißer Mann schreit irgendwie für 3 Stunden in ein Mikrofon rein, sondern es soll ja irgendwie mit einem Erkenntnisgewinn verbunden sein. Oder es kann ja auch einfach nur sein, dass es einfach unterhaltend ist in irgendeiner Form. Das kann ja auch noch ein Wert sein. Ne? Ich glaube mal, vieles, was wir im Pentaradio machen, ist auch diese Seelsorge, die ich gerade angesprochen hatte, dieses wir leiden jetzt mal zusammen über den Zustand der Welt. Ihr seht, ihr seid nicht die Einzigen, die sehen, was es für ein Irrenhaus ist. Wir sehen das genauso und wir versuchen jetzt damit klarzukommen als Gruppe. Vielleicht ist das auch das, was wir hier heute machen, wer weiß. Ich habe hier noch so Weltverbesserung, Fragezeichen. Geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich habe auch so überlegt, was ist eigentlich das, was Journalisten antreibt? Ne? Bei Journalisten stelle ich mir vor, wenn sie in den Beruf reingehen, ist das initial so eine Sache, dass man wirklich Einfluss nehmen möchte, die großen Missstände in der Welt irgendwie darstellen möchte und irgendwie ausmerzen möchte durch die eigene Arbeit. Und ich weiß auch nicht so richtig, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen mehr Seelsorge mit den Journalisten betreiben, mit denen ich zu tun habe. Das habe ich, glaube ich, noch zu wenig gemacht. Ich bin da immer so zu sehr ad rem. Mal nachfühlen, ob dieser Impuls noch da ist, ob er jemals da war oder was da tatsächlich der Antrieb ist. Aber zumindest ja, für mich selber kann ich das irgendwie beantworten. Und ich hatte jetzt gerade schon gesagt, manchmal macht man auch nur Medien, um zu unterhalten. Ich habe ja auch vorhin schon Videospielstreaming erwähnt und das war natürlich Chekhovs Gun, weil das kommt jetzt zurück. Seit letztes Jahr mache ich jetzt auch YouTube. Und das ist was komplett anderes. Das hat nichts mit dem zu tun, was der Chaos Computer Club macht, außer, na gut, es ist auch Computer. Ich mache Gaming-Videos seit letztem Jahr. Das ist hier, ich habe mal hier ein paar Szenen zusammengeschnitten, damit ihr euch Vorstellungen davon machen könnt, was das hier ist. Das ist aus dem allerersten Video, was ich jemals editiert habe. Das ist buchstäblich, man kann mich dabei beobachten, wie ich Blender lerne. Und ich spiele das mal ab. Der Anlass davon war, das ist hier Satisfactory, so ein Fabrikautomatisierungsspiel. Da bin ich letztes Jahr mega reinversunken und hatte dann in einen Spielstand alleine irgendwie 280 Stunden investiert, wie man das da sehen kann. Habe dann da so ein paar größere Sachen gebaut und hatte dann so am Ende gedacht, naja, irgendwann gibt's das nicht mehr. Das ist ja alles nur so flüchtig. Irgendwann wird das Spiel mal irgendwie geupdatet und der Spielstand funktioniert nicht mehr oder was nicht alles. Ich möchte eigentlich gerne so eine Art Memento davon irgendwie haben. Und ich hatte mich schon lange mit dem Gedanken getragen, mal irgendwann Videoschnitt zu lernen und dachte so, das ist doch mal eine gute Gelegenheit. Habe so in einem Wochenende so ein Video rausgeknallt. Ja, so ein kleines Skript wie für einen Podcast geschrieben, aufgezeichnet, dazu ein bisschen Video aus dem Spiel aufgezeichnet und das alles mir zusammengerührt zu einem Video. Habe das mal auf YouTube geschmissen, damit meine Bekannten, die ich so aus der Gaming-Ecke kenne, da auch mal raufgucken können. Ja, hat auch irgendwie so 100 Views oder so bekommen. War eine ganz interessante Erfahrung. Und das habe ich dann so ein bisschen weitergetrieben. Irgendwann hatte ich dann den Impuls, das nochmal zu machen, weil ich so dachte, das war eigentlich ganz witzig, können wir nochmal probieren. Und hatte auch einen Anlass, dass ich in dem Spiel so ein paar Dinge nicht verstanden hatte und dann so ein bisschen recherchiert hatte und dachte so, daraus könnte man nicht mal irgendwie eine Erzählung machen. Wie ich gerade schon gesagt hatte, Kommunikation erfordert ein Narrativ und es hat sich mir einer angeboten. Also sortiere ich mal meine Gedanken, indem ich das in ein Videoskript aufschreibe und das tatsächlich mache. Und das ist jetzt einige Male passiert, jedes Mal erfolgreicher als das letzte Mal. Und ich habe hier mal vorbereitet, als Illustration, wie das zurzeit so abgeht. So sieht das jetzt gerade aus. Das ist das Video, was ich im Juni veröffentlicht habe. Und man kann hier sehen, das haben einige Leute gesehen. Das ist das. Und ich habe euch das hier mitgebracht, weil ich sofort dann gesehen hatte, wie sehr Analytik mit dem eigenen Kopf spielt.
Das ist vielleicht so eine Sache, wenn man YouTube-Videos schon mal gesehen hat, gerade sowas, wo YouTuber über den Algorithmus reden, den großen, unerreichbaren Gott. Dieser Algorithmus, wer ist das eigentlich? Ist er irgendwie ein rachsüchtiger Gott oder ein gutmütiger Gott? Wer weiß es? Welche Schlüsselwörter muss man heute verwenden, um irgendwie den Gott zu bezähmen oder in Rage zu versetzen? Man weiß es nicht. Und ich habe da auch mal so ein bisschen mit leichter Skepsis darauf geguckt, warum machen die Leute das? Warum ist auch so diese, was hat das für so einen psychologischen Einfluss, dass die Leute das so verfolgen? Und dann hatte ich halt die erste Mal die Erfahrung, dass ein Video mal zumindest 4000 Views oder so hatte. Das ist dann so ungefähr der Punkt, ab dem man tatsächlich Analytik sehen kann, und sofort klebe ich da dran, wie ein Besessener, und verfolge die Zahlen, wie sie sich bewegen und durch die Gegend schnellen. Und ja, man kann das dann halt hier sehen. Das ist jetzt hier das neueste Video. Das ist dann irgendwie ganz gut losgegangen. Das war so der Punkt, wo es dann das populärste Video auf dem Kanal war. Also es ist dann irgendwie noch eine ganze Weile weiter hochgegangen danach. Und man kann hier so sehen, es gibt so gewisse Schübe, die ich dann korrelieren kann mit, was so in der Welt passiert, weil jetzt gerade vor 2 Wochen ist das Spiel in Version 1.0 rausgekommen, und dadurch gibt's halt Interesse an dem Thema. Und das schwebt mich hier so ein bisschen mit hoch. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die man sehen kann, wo man sofort sehen kann, das Intro war irgendwie zu laberig und die Leute sind zu früh ausgestiegen, und nur irgendwie nach 2 Minuten gucken nur noch 50% der Leute zu, und man sieht sowas und sofort denkt man, oh, was habe ich falsch gemacht? Warum sind diese 50% abgesprungen? Wie kann ich das jetzt noch stringenter irgendwie machen? Also all diese stilistischen Sachen, die man bei YouTube so kennt, dass irgendwie die Leute schnell und schlagend durch die Intros durchkommen wollen und sofort mit den Inhalten einen irgendwie über die Rübe hauen, was gerade so in den letzten Jahren passiert ist, ich glaube, das kommt vielleicht gerade dadurch, dass solche Graphen eingeführt wurden, dass man das dann halt irgendwie sehen kann. Es ist dann auch teilweise, wird so zitiert, wenn man einen Sponsoreneinbindung hat zwischendrin, dass dann halt hier so ein Dip ist, weil die Leute das alle überspringen. Ja, bin ich wieder da? Ja. Man sieht, die Audience Retention bei dem Headset ist leider auch nicht so gut. Da müssen wir noch dran arbeiten. Im Wesentlichen, ich glaube, ich werde hier nicht so großartig tief reingraben. Vielleicht, was man sehen kann, war das hier Reach? Genau. Das war so eine Sache, die mir beim ersten Video aufgefallen ist. Ich hatte das halt, als ich das rausgehauen hatte, also das zweite Video chronologisch, nicht das, wo ihr gerade die Ausschnitte gesehen habt, das erste danach, wo ich tatsächlich gesagt habe, das könnte allgemein interessant sein. Das habe ich in den üblichen Kanälen beworben, wo sich Spieler von diesem Spiel tummeln, was nun mal hauptsächlich Reddit und Discord heißt. Und dann konnte man irgendwie sehen, so den ersten 2 Tage waren halt die, gab es so irgendwie vielleicht 500 Views oder sowas, die durch diese Reddit- und Discord-Links gekommen sind, also wo die Leute darauf geklickt haben. Das konnte man dann halt hier sehen. Irgendwie hier sieht man es jetzt gerade irgendwie nicht so wirklich, weil das alles irgendwie in der Ferne liefen geht, aber da stand wirklich zum Beispiel explizit Discord dabei als Quelle. Und dann konnte man halt sehen, in den ersten Tagen war es das, und dann irgendwann hat der Algorithmus vielleicht verstanden, und ich sehe schon, wie ich schon mit dieser quasi religiösen Sprache anfange, der Algorithmus hat dann irgendwann verstanden, quasi für wen dieses Video interessant sein könnte, hat dann angefangen, es einfach vorzuschlagen, und dann ging es halt plötzlich durch die Decke, und dann hat sich halt auch dieses Verhältnis total verschoben. Danach war dann halt irgendwie die externen Quellen nicht mehr 90%, sondern 5%, und ab dann ist es halt hier, was hier in dieser Ansicht Browse Features heißt, dass halt 85% dieser Ansichten tatsächlich dadurch kommen, dass Leute das in den algorithmisch basierten Elementen von YouTube sehen, also die Startseite, also diese Watch-Next-Liste, die rechts neben dem Video kommt, wenn man irgendwas anguckt. Und man kann auch sehen, was das dann für einen Effekt hat, irgendwie, dass dieses Video mit 1,6 Millionen Mal irgendwo angezeigt wurde. Und 96% davon, dass dadurch, dass YouTube den Inhalt irgendwo empfohlen hat. Und dann klicken die Leute tatsächlich irgendwie durch, und 71.000 Mal in dem Fall, und machen dann 7.300 Stunden, die das Video deswegen angeguckt wurde. Aber gut. Ja, also
So als Abgleich mit, warum mache ich das? Wie gesagt, initial hatte ich diese intrinsische Motivation, neue Fähigkeiten zu erlernen. Irgendwann ist das dann, oder halt auch Katharsis, wie gesagt, ne, dieser Abschluss mit einem Großprojekt, Abschluss mit so einem, einer Lernerfahrung. Mittlerweile ist es halt ja quasi gerade so mein Hobby und mal so die Stelle, wo ich von den ernsten Themen wie Netzpolitik und sowas so ein bisschen wegkomme und einfach ein bisschen Entertainment liefere oder vielleicht Edutainment, also so ein bisschen kollaterales Lernen, wo ich die Leute ködere mit irgendwie Gaming-Inhalten und dann hole ich das Whiteboard raus und erkläre ihnen, wie wie Fluiddynamik funktioniert und sowas. Aber der Zeitaufwand ist wirklich enorm. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt, dass so ein 80 Stunden Zeitaufwand war für seinen 5-Minuten-Beitrag. Das kann ich absolut bestätigen. Dieses Video, was ich gerade hier in Analytik gezeigt hatte, das waren etwa 65 Stunden Arbeit in der Produktion für ein 19-Minuten-Video am Ende. Also ja, das könnt ihr machen, wenn ihr Zeit habt. gut. Wir sind schon über der Zeit, aber ich habe hier noch so eine letzte Klammer am Ende, um das Ganze so ein bisschen inhaltlich einzufangen. Was? Wie ist denn das passiert? Okay, machen ja immer Reload. Kann ich ja immer... Okay, Moment. Machen wir kurz... Warum ist hier jetzt das... Ach, ich hatte den Mirroring noch an. Fuck. Okay. Machen wir wieder. Ja. There we go. Ich habe natürlich vergessen, dass ich das Mirroring anhatte. Gut. Ein bisschen technische Probleme sind immer. Ich hatte so ein paar Theorien mitgebracht und ich habe das hier am Ende ins Ende gestellt, weil ich sonst überhaupt nicht mehr eine Struktur bekommen hatte und ich sehe, ich bin mega bei der Zeit. Es tut mir leid. Das war so eine Theorie, ne, was irgendwie, wie unsere Medien wie funktionieren, dass das alles irgendwie Lügenpresse ist, dass es, dass die Journalisten mit irgendwelchen Agendas ausgestattet werden für oben, die kriegen irgendwie reingereicht die Zettel, was sie irgendwie sagen sollen und sowas. Und das fand ich, insbesondere jetzt, nachdem ich mit den Journalisten beim MDR zu tun hatte, ja, sehr merkwürdig, weil das halt überhaupt nicht der Erfahrung entspricht, die ich da irgendwie habe. Also wenn es da irgendwie eine Verschwörung gibt, dann ist die gut verborgen und ich sehe sie nicht. Passt auf jeden Fall nicht zu der Haltung. Da will, glaube ich, keiner irgendwie die irgendwelches Finanzkapital irgendwie zur Macht verhelfen oder was auch immer. Eine andere Theorie, und die werde ich hier nur ganz kurz anreißen, das ist quasi mein Literaturvorschlag für euch, wenn ihr euch damit weiter befassen wollt, von Edward S. Herman und Noam Chomsky, die Konsensfabrik, die politische Ökonomie der Massenmedien. Auf Englisch heißt das Buch Manufacturing Consent, unter dem Namen habt ihr es vielleicht schon mal gehört, 1988 erschienen, so am Ende des Kalten Krieges und davon auch durchaus beeinflusst. Es gibt jetzt seit letztem Jahr eine deutsche Übersetzung, aber in meiner Analyse hier, ich habe es nicht selber gelesen, ich hatte nicht die Zeit dafür. Ich beziehe mich hier auf eine Videobearbeitung dazu von Tom Nicholas, der das, das Buch durchgearbeitet hat und das anhand von Beispielen aus der BBC so ein bisschen näher bringt. Ich werde hier nur mal einen ganz kurzen Abriss darüber geben, was die so alles erzählen. Und die beschreiben, dass Massenmedien in der Praxis bestimmten Filtern unterworfen sind, durch die sie in der Berichterstattung den vorherrschenden Narrativ reproduzieren. Und das sind eben diese Filter, die Sie hier in dem Buch beschreiben. Einmal der Einfluss von bestimmten marktbeherrschenden Medienkonzernen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich damals angekündigt hatten, die immer schlimmer geworden ist über die Zeit durch diese ganzen Zusammenschlüsse und Aufkäufe von einzelnen Zeitungen durch größere Medienhäuser. Haben wir jetzt irgendwie mittlerweile nur noch 5 oder so Medienhäuser, die irgendwie die ganzen Lokalzeitungen bestimmen und die natürlich halt entsprechend dann eine Plattform haben, ihre Interessen durchzusetzen. Bei manchen Häusern sieht man das deutlicher als andere. Ich meine, Axel Springer zum Beispiel hat eine relativ eindeutige Blattlinie, was bestimmte Sachen angeht. Aber zum Beispiel auch, dass Jeff Bezos die Washington Post gekauft hat, konnte man auch darin sehen, dass sich dann die Schlagzeilen der Washington Post gegenüber Amazon deutlich sanfter anfühlen, als das vielleicht früher der Fall war oder als das auch in anderen Medien der Fall wäre. Die offensichtliche Sache Rücksicht auf Werbekunden, bei mir jetzt mit dem MDR natürlich nicht so ein Problem. Die haben auch Werbekunden, aber das sind halt hauptsächlich irgendwelche Einzelhändler, die irgendwie ihre Rabattwochen oder sowas ankündigen. Es ist jetzt nicht so die Konzerne, die mich tatsächlich mit berühren. Vielleicht Lidl Plus, die eine Ausnahme, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Aber ansonsten ist das beim MDR nicht so ein großes Thema. Bei uns hier beim Penta-Radio oder meinem Podcast nun gleich gar nicht. Natürlich, ich hatte jetzt hier YouTube erwähnt, da ist natürlich das klassische Wort dafür Adpocalypse, die man sich angucken kann, wann immer irgend so ein blöder YouTuber irgendeinen Publicity-Stunt gemacht hat und dann die ganzen Werbeunternehmen deswegen ihre Werbung von YouTube aus Protest abgezogen haben, hat das halt auch die Plattform verändert und beeinflusst in irgendeiner Form.
Die dritte Sache ist eine Sache, die ich schon selber erwähnt hatte, Verfügbarkeit von Nachrichtenquellen. Man kann im Prinzip nur die Nachrichten nehmen, die man auch bekommt und man kann halt nicht überall sein. Man hat an bestimmten Stellen als journalistisches Haus, sei es ein Pressehaus, ein Radio, Radio, Rundfunk, Fernsehen, hat man seine Korrespondenten irgendwie sitzen, die tatsächlich selber Geschichten liefern. Man hat vielleicht irgendwelche freien Mitarbeiter, die zuarbeiten, aber ansonsten ist man darauf angewiesen, eben was halt diese Stellen liefern oder was Nachrichtenagenturen liefern. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum es so viele Nachrichten zum Politikzirkus in Berlin ständig gibt, weil da halt die ganzen Korrespondenten von den Hauptstadtstudios und so weiter sind und die im Prinzip jeden den ganzen Tag damit beschäftigt sind, den Koalitionspersönlichkeiten und den Oppositionsführern hinterherzulaufen, weil sie wissen, dass sie da Stories bekommen. Und also dem kann ich durchaus zustimmen aus meiner eigenen Erfahrung. Politische und private Einflussnahme hier als vierter Punkt. Das ist im Prinzip der Grund, warum die ganzen Firmen riesige PR-Abteilungen alle haben, wenn sie sich eine leisten können, dass eben da Einfluss genommen wird, indem durch Pressemitteilungen bestimmte Stories platziert werden oder halt, dass dann durch sowas wie Gegendarstellung oder halt einfach Einflussnahme im Hintergrund irgendwie der Journalist angerufen wird, nochmal klargestellt wird, dass die Firma das überhaupt nicht so gemeint hatte, als die AGBs geändert wurden und was nicht alles. Das ist natürlich eine Einflussnahme, die stattfindet, die den allgemeinen Menschen nicht so offen steht, aber ich würde vielleicht sogar auch das eher als den hoffnungsvollsten Punkt davon nehmen, weil das eine Sache ist, die wir im Zweifelsfall auch machen können. Das ist halt das, was ich irgendwie mache, wenn ich beim MDR irgendwie bin und ich sehe, ich habe irgendwo ein Thema, wo ich noch einen politischen Winkel reinbringen kann und kann nochmal für das Right to Repair argumentieren oder kann nochmal für längere Softwarehaftungsdauern irgendwie argumentieren, dann mache ich das gerne. Wenn das irgendwo zwischen den Fragen, wie man im Samsung Galaxy einen Screenshot macht, irgendwie unterzubringen ist. Und der fünfte Punkt, ideologische Scheuklappen, das ist wieder das Sternchen, dass natürlich dieses Buch von Herman und Chomsky 1988 erschienen ist und da ging es auch viel um Antikommunismus damals und das ist ja auch eine Sache, die heute auch noch da ist, dass jedes Mal, wenn irgendwo eine rechte Straftat passiert, sofort gerufen wird, aber die Linken, das kennen wir auch alle oder zum Beispiel auch die Scheuklappe, dass Ökonomie als eine Naturwissenschaft wahrgenommen wird und dann irgendwelche neoliberalen Postulate als die Wahrheit dargestellt werden und da ist keine Alternative und so weiter und so fort. Also ich kann nicht sagen, dass ich zu all diesen Sachen was sagen kann, aber das wäre mein Rechercheangebot an euch, wenn ihr euch für das Thema weiter interessiert, da weiter zu gucken. Wie gesagt, ich hatte hier das Video von Tom Nicholas erwähnt, was man bei YouTube oder bei Nebula sich angucken kann oder eben halt die Lektüre, die jetzt im seinem letzten Jahr auch in Deutsch vorliegt. Und ja, Versuch eines Fazits und ich sehe, ja, ich habe leider fast die ganze Zeit fürs Q&A aufgefressen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich kann mich leider nicht kurz fassen. Das habe ich ja schon gesagt. Viel reden ist immer einfach, kurz reden ist immer schwer. Nehmt vielleicht das mit, Medienmacher sind auch nur Menschen. Die sind all diesen selben psychologischen Effekten unterworfen, die wir so von uns selber kennen. Verfügbarkeitsheuristik zum Beispiel, das sehe ich ja bei mir schon wieder. Ich sehe irgendwie, dass die Carola-Brücke eingestürzt ist und sofort denke ich, wenn ich jetzt über die Brücke auf der Budapester Straße laufen würde, würde ich mir auch komisch dabei vorkommen, obwohl es keinen sachlichen Grund dafür gibt, sich jetzt irgendwie mehr komisch vorzukommen als vor zwei Wochen. Aber da man halt gerade dieses Bild vor Augen hat, deutet es sich irgendwie als wichtiger auf. Und wenn man als jemand, der im Medienbetrieb drin ist, dementsprechend auch andere Medien konsumiert hat, zum Beispiel ständig mit irgendwelchen Diskussionen über Geflüchtete konfrontiert wird, dann hat das einen psychologischen Einfluss auf einen, dass man dann halt dieses Problem als stärker bewertet, als es vielleicht ist. Und man muss dann sich extrem achtsam sein, um sowas mitzubekommen, dass das vielleicht nicht eine objektive Einschätzung der Welt ist. Oder natürlich, dass halt all die anderen Sachen, die dann eben nicht diskutiert werden, deswegen nicht weniger wichtig sind. Streben nach sozialem Status, ich glaube, das ist auch so ein bisschen rausgekommen und das ist vielleicht die Sache, die im Q&A gefragt worden wäre, warum bist du bei YouTube und warum nicht bei PeerTube? Naja, weil wenn ich so ein Video mache und ich investiere darin 65 Stunden Arbeit, dann will ich, dass Leute das auch sehen. Und diese Community ist nun mal leider auf YouTube und Reddit und Discord. Das sind alles drei amerikanische Tech-Konzerne mit dubiosen Praxen, was Datenspuren und so weiter angeht. Aber das ist halt, wo man das Publikum finden kann. Und ich habe darauf keine gute Antwort, aber das ist, wie es ist. Und ich gehe mal davon aus, Medienmacher sind dem genauso unterworfen. Das gibt vielleicht die Antwort, warum sich öffentlich-rechtliche Journalisten trotzdem so sehr für die Quote interessieren. Und das dritte hier, Streben nach einem konsistenten Weltbild, habe ich auch noch so als Punkt draufgesetzt, was dass irgendwie die echte Welt irgendwie komisch ist und schwer zu erklären und vieles halt auch irgendwie
irgendwie zufällig aussieht, wie es passiert, und man versucht irgendwie so eine Erzählung zu finden. Das führt dann halt dazu, dass Leute in Verschwörungstheorien abgleiten, und das führt aber auch dazu, dass wahrscheinlich Journalisten auch sowas sagen wie, ich sehe hier einen Ökonomen, der mir erzählt, dass das alles so und so ist, und das kann doch nicht sein, dass der irgendwie als Professor der Ökonomie keine Ahnung hat und dass das irgendwie nicht irgendwie die Wahrheit ist, was er erzählt. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist. Also ich sage auf jeden Fall, Journalisten sind nicht perfekt, Medienmacher sind nicht perfekt, sie sind Menschen, behandelt sie als Menschen, weist ihre Fehler hin, übt Empathie darin, und ich würde auch sagen, gebt ihnen laute Wertschätzung, wenn sie gute Arbeit machen. Also wenn irgendwo Medienmacher einen Job machen, den ihr gut findet oder der zumindest die Sache ein bisschen aufmischt, auch wenn man vielleicht nicht mit jedem inhaltlichen Punkt zusammenstimmt, dann gebt ihnen Wertschätzung dafür, eben damit ihnen das ein Symbol ist, dass es eben nicht nur auf die Quoten ankommt, sondern auch auf die Rückmeldung von den Leuten. Ne? Ich meine, ich habe diese YouTube-Analytik gesehen, aber was mir eigentlich auch sehr wichtig ist, sind die Kommentare dann dazu, die sagen irgendwie, dein Humor gefällt mir oder das war eine schöne Erklärung, das ist doch mal toll, dass jemand irgendwie das Whiteboard rausgeholt hat für sowas. Das ist, was irgendwie einen antreibt, weiterzumachen. Und das möchte ich euch mitgeben. Macht das mit den Journalisten, die ihr gut findet. Und jetzt sind die 45 Minuten rum. Ups. Ja, jetzt. Trotzdem vielen lieben Dank. Wenn ihr Fragen an Cyril habt, der darf hier noch ganz viel moderieren, zum Beispiel dann morgen ganz viel im kleinen Saal. Genau, morgen bin ich durchgehend im kleinen Saal, ja. Weil immer Vorträge sind. Wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe, könnt ihr mich anquatschen und über Medien fachsimpeln und so weiter und so fort. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen geben wollt, könnt ihr gerne pentaradio@c3d2.de eine Mail schreiben. Das sehe ich auf jeden Fall. Ja. Genau. Die Frage mit PeerTube wäre übrigens von mir gekommen. damit danke dir. Ich habe noch eine kleine Ankündigung für euch. Wenn du möchtest, kannst du hier schon mal ein bisschen räumen. Ganz toll, danke.